Ihr wisst ja, Cymex ist mein bester Freund. Cymex und ich haben schon die Welt erobert. Ich habe ein Video gemacht über Cymex, wo ich halt Cymex verarscht habe. Aber was hat eigentlich verarscht? Ich habe mich ein bisschen lustig über Cymex gemacht, beziehungsweise wir. Also das heißt, mitgehangen, mitgefangen, weil ihr habt euch das angeguckt. Das heißt, ihr habt euch auch über Cymex lustig gemacht. Kam plötzlich ein Kommentar auf mein Video. Und plötzlich hat das ein Cymex-Zuschauer aber gar nicht lustig gefunden. Der fand das richtig scheiße. Und zwar kommentiert hier: Hut Mohammed, du bist Nuttensohn. Wer denkst du, wer du bist? Dass du gegen Cymex vor 2 Monaten ein Hate-Video machst. Dass du Han, ich glaube Hurensohn. Okay, Cymex hat Fehler gemacht, wie jeder Mensch. Und du trinkst Wodka. Ist mir egal, aus welchem Land du kommst. Trau dich noch einmal gegen ein Video zu machen. Glaub mir, du wirst büßen, wenn du noch einmal ein Video gegen ihn machst. Irgendwann kommt die ganze Cymex-Army zu dir. Dann siehst du Lappen jetzt. Digga, diese Rechtschreibung ist brutal schlimm. Das bin ich und noch jemand, der keiner glaubt mir, dass Cymex-Army wird dich hops nehmen. Kannst ruhig Video gegen mich machen. Du hast meinen Kanal. Du siehst den Kanal. Mach ein Video gegen mich, du Lappen, ey. Ey, boah, ich mach auch YouTube, Alter. Die soll mich doch in die Kommentare beleidigen. Danach warte noch ab, du Nuttensohn. Sorry, dass du scheiß vorgelesen war, aber der hat das ja halt so geschrieben. Genau das hier habe ich genommen. Bin auf seinen Kanal gegangen. Und da war dieses Video hier online. Das war sein letztes Video. Das langweiligste Video, was ich hier gemacht habe. Leider wird mein Kommentar bei ihm nicht angezeigt. Und da habe ich aus Spaß das gerepostet. Habe einfach genau den Kommentar genommen und bei ihm gepostet, um zu gucken, wie er reagiert. Und dann habe ich das den Leuten aus Spaß gezeigt, um zu gucken, wie er reagiert. Und plötzlich kommentieren ja Leute so, ja, hier und da. Und er kriegt einfach mal so 130 Dislikes reingeknallt. Und plötzlich kommt noch ein Kommentar. Und zwar, ich komme aus der Stadt. Er wollte, glaube ich, Stadt schreiben, aber er hat Stadt geschrieben. Essen. Und du Wichser, wollte er, glaube ich, schreiben. Fettsack, warte ab, die Cymex Army. For real. Und wenn du mich wegbannen willst, dann mach. Aber trotzdem, warte ab. Ein falsches Video. Grappi kommt und bangt dich. Nein, lösch es. Mach Video, wie du löschen willst. Okay. Oh mein Gott, er hat das Video gelöscht oder was? Wo er mich beleidigt hat. Nein. Nein. Er hat das Video gelöscht. Es kam doch ein Video, wo er mich beleidigt hat. Nein, bitte beleidige mich in dem Video. War das hier? Leute, was geht ab? Willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Grüße geht auf jeden Fall raus an Hood TFU und an Mokasot. Geht ihn alle. Nein! Alle beide pushen. Ja, Mann, wir pushen die. Einmal Hood TFU und einmal Mokasot. Das sind die besten YouTuber, die in meinen Augen gerade eben. Ich dachte, Cymex ist der beste YouTuber. Die sind nett, alles und ja. Och, Mann. Jetzt seht ihr, wie ein absoluter Cymex-Zuschauer aussieht. Oh nein, Kommentare deaktiviert. Ich dachte, du kommst mit dem Hate klar. Ja, der Hate ist zu Kopf gestiegen, Leute. Es ist zu Kopf gestiegen. Nein, natürlich juckt mich das nicht, Leute. Aber ich finde es halt, ich fand es lustig, halt immer so zu sehen, mal wer hinter den Kommentaren steckt. Noch ein Video und dann wird dieser Junge zu mir nach Hause kommen. Es schreit eigentlich danach, auf Cymex zu reagieren, auch wenn ich das gar nicht geplant habe. Oh mein Gott, Freunde hat Tinder-Date in Fortnite. Oh, meine Güte. Ich will gar nicht. Das war jetzt gar nicht geplant, aber es schreit danach, als ein Video zu gucken von Cymex, um Cymex zu verarschen, damit dieser Junge zu mir nach Hause kommt und mir bitte mal die Fresse einschlägt. Das wäre einfach nur herrlich, wenn das endlich mal tun könnte. Community, was geht zu Tinder in Fortnite mit Miss Pinky? Das wird auf jeden Fall eine richtig lustige Folge. Für alle, die sich denken, hä, was für Tinder in Fortnite? Wir haben hier, um genau zu sein, ich denke mir eher, hä, was mache ich gerade hier? Einer von diesen 5 Pinkys Herz zu erobern. Oh Gott. Erst haben sie 1,5 Bitte Minuten Zeit, stimmt. Sich Miss Pinky so einen guten Eindruck zu verschaffen und so ein bisschen so erst so kennenzulernen. Und wenn, je nachdem, ob sie dann so Match bekommen, also wenn Miss Pinky sagt, okay, der ist weiter, so, dann bekommen sie mäßig ein Date. Und wenn sie ein Date bekommen, wir kriegen ein Date in Fortnite. Scheiß mal auf Tinder, Digga. Scheiß doch mal auf LaVou, Alter. Einfach mal Cymex anschreiben und sagen, ey, Cymex, kannst du mir mal so richtig geile... Kannst mal gehen? Sind sie in der nächsten Runde und wenn sie kein Date bekommen, dann war es halt komplett. Man sieht sie nicht. Sorry. Friendzone und komplette Versager. Und das hier ist anscheinend Miss Pinky. Okay, ich will jetzt nicht sagen, aber sieht halt echt sehr jung aus. Und Cymex ist, glaube ich, 20. Was echt traurig ist, Bruder, mit 20 und solche Videos zu machen. Alter, komm, wird man bitte erwachsen. Aber das hier ist auf jeden Fall Miss Pinky anscheinend. Könnt ihr was sagen, was ihr wollt. Also ich bin jetzt, glaube ich, ein bisschen zu alt, um das zu bewerten. Aber es ist jetzt nicht so mit meinem Ding. Sieht sehr jung aus, das Mädchen. Aber könnt ihr sagen, ob sie schweinisch ist oder nicht schweinisch. Könnt ihr gerne selber entscheiden. Ich würde sagen, wir fangen mit einem OG-Skin an. Um genau zu sein mit dem größten Allmann, der hier drin ist, und zwar Maxi. Oh, bitte redet, ich will die Stimmen hören. Ich will Menschen hören, die da mitmachen. Wirklich, sich freiwillig da mitmachen. Okay, Bruder. Du fängst als erstes an. Komm mit. Also, Bruder, das Ding ist, du hast jetzt 1,5 Minuten Zeit. Also. Oh Gott, das wird so cringe. Also, er muss sie in Fortnite überreden, sie rumzukriegen. Oh Gott, einfach dich bei ihr vorstellen und so. Und ja, let's go. Ey, was geht, was geht? Och, du Heilige. Was läuft? Was läuft, Miss Pinky, Alter? Bei dir? Auch nicht so. Ich weiß, du kennst mich nicht, aber was nicht ist, kann ja noch werden, you know? Was? Ach, du Mutter Maria. Was soll ich dazu sagen? Ja, aber hast mich noch nicht wirklich überzeugt jetzt. Ne? Ach so, nach 2 Sätzen habe ich dich nicht überzeugt.
Was willst du denn noch? Soll ich dir meine Mutter checken oder was? Alter, wie viele Ansprüche hat die denn bitte? Digga, der hat einen Fortnite Ghost Scoopel Skin, sorry, ich hab keine Ahnung. Der hat dich damit noch nicht rumgekriegt oder was? Unverständlich, wirklich Frauen heutzutage, was erwartet sie denn noch? Was soll ich denn noch machen, Alter? Ich hab mir doch schon diesen Ghost Schwanz Skin gekauft und es wird nichts, ach. Ich weiß, kommt ja noch alles über Zeit, ne? Wir müssen es erstmal kennenlernen und so. Verstehst du? Du hast nur 1,5 Minuten Zeit, gell? Du hast nur 1,5 Minuten Zeit, Junge. Ich sehe, du siehst ganz gut aus. Ich sehe, du siehst ganz gut aus an deinem Skin. Ja, okay, stimmt. Willst du vielleicht ein bisschen mehr kennenlernen? Bisschen noch hier nach, bisschen noch? No, ich denke nicht. Okay, komm, du bist ein Fisch, du musst in die Friendzone hier. Oh Gott. Das ist so kacke. School Trooper. Ah, sorry, Leute. Sorry, ich habe wirklich Fortnite eigentlich schon viel gespielt, aber ich habe nie einen Skin geholt, weil ich einfach so ein kleiner Schwanz war, der geizig war. Aber ich muss wirklich ab in die Friendzone, Leute, weil das ist mir zu krass. Nach einer Minute, was hat die denn für Ansprüche? Junge. Ab in die Kammer mit dir. Genommen. Du singest, als nächstes haben wir hier. Also ich glaube schon, jetzt mal ernsthaft, ich glaube schon, das macht Spaß, so unter Kollegen, wisst ihr, so haha, hihi, huhu, mumu. Aber auf YouTube. Oh bitte, Mann, wie viel haben es geliked? Ach Gott, 9000 Menschen haben gesagt, yo, das gefällt mir. Hier, Ehrenbruder Erik, Bruder von Erik, komm, hol sie dir, Erik, komm. Für alle, die nicht wissen, wer Ehrenbruder Erik ist, ist auf jeden Fall der ADS-Junge aus dem Streamside-Video. Der ist gerade live auf Twitch. Nice, dann soll er doch live auf Twitch sein. Ich beleidige ihn ja nicht, deswegen kann er nichts machen. Aber was du machst, finde ich einfach nicht gut. Also ich finde es sehr, sehr schade, dass du mit deinen 20 Jahren noch immer so einen Quatsch machst, Digga. Und dass du halt, oder wenn auch wenn du nicht 20 bist, mir scheißegal, du bist wahrscheinlich schon über 18 und machst so einen Kack auf YouTube und ziehst halt kleine Kinder. Du bist in deiner Insta-Story mit deiner, habe ich gesehen, ja, ich habe ein bisschen gestalkt. In deiner Insta-Story habe ich gesehen mit irgendeiner Uhr, die glänzt. Ich schätze mal Ice Out oder so eine Scheiße. Digga, du hast dir deine scheiß Uhr mit irgendeinem, mit so kleinen Kindern verarschen verdient. Ich weiß nicht, ob ich darauf stolz wäre, Digga. Okay, Bro, da drin. Bevor ich erstmal anfange, du bist goldig wie diese Münze. Wow! Oi, 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 der hätte mich auch gehabt. Ey, da war mein BH schon aus. Oh, dankeschön. Und willst du meine guck mal. Stell dich doch mal vor, also erzähl mal was von dir. Ich bin Erik, 16, hab ADHS. Jemand sehr ehrlich. Ich mach nie Auge. Ich mach nie Auge. Ey, Leute, geht einfach zu einem Mädchen. Ja, wirklich, dann spricht sie einfach an. Hallo, ich bin Erik, 16 Jahre, ich hab ADS. Ja, also ich hab ADS, so richtig kacke. Und so, ich mach niemals Auge. Wunderhübsch. Okay, ich lass ihn weiter. Sehr ehrlich. Ja. Was hat die denn für Ansprüche? Was? So leicht kann man heutzutage eine Frau kriegen und ich mach mir hier den Aufwand. Mach hier so Schreiben, so hey, ich bin Ivanjo, ich bin dick, bitte. Und die und macht einfach so, yeah, Mann, ich hab ADS, ich werde kein Auge machen. Und die direkt so, ja, yeah. Oh, Junge, der Junge. Absolute Legende. Ich wette, nach dem Video schreibt dieser Erik so wirklich an, so ey, ich liebe dich, bitte, hat's jetzt geklappt und so. Und dann zeig mir so, ey, das war nur ein Video. Ist auf jeden Fall der kleine Bruder von Aqua, let's go, Junge. Okay, Domi, let's go. Was denn da? Wo ist sie dir? Mein erster Blick, da denke ich mir echt nur, wie kann... Ich hab quasi die Job. Uff, wie verkackt. Egal, weitermachen. Einfach so tun, als ob nichts passiert wäre, Junge. Jetzt, wo ich dich gerade sehe, frage ich mich nur, wir konnten zwei Eier so eine schöne Torte backen. Als nächstes haben wir hier auf jeden Fall meinen Designer Relay. Let's go, Bruder. Relay. Schnecke, also. Schnecke hat auch sein kleiner Bruder schon gerne verwendet. Auch gut. Willst du meine Julia sein, wenn ich dein Romeo bin? Boah. Gerne, können wir machen. Ui, so, der hat sie direkt. Direkt überzeugt. Ah, das ist nice. Oh, der hat's einfach so schlecht geklärt, Leute. Könnt ihr mal bitte auch so Weiber klären? Was ist denn eigentlich mit euch? Oder ihr sagt einfach, hey, ich heiße Cymix. Ich bin, glaube ich, 20 Jahre alt, mache Fake-Videos im Internet, hab mir davon eine komische Iced-Out-Uhr gekauft und gebe damit im Internet an. Außerdem ziehe ich kleine Kinder ab und es macht mir super viel Spaß. Direkt Match hier. Okay, gut. Und als allerletztes haben wir den seltensten Skin mit der seltensten Spitzhacke. A.k.a. ich komme aus Luxemburg, wo nur Kühe leben, Kurex. Luxemburg, oh, da würde ich auch gerne. Kommt einer von euch vielleicht aus Luxemburg? Das würde mich mal mega interessieren. Also, weil Luxemburg, da wollte ich auch schon mal. Einfach mal hin, eine Minute. Das Ding ist, ich bin so ein Mensch, finde sowas einfach interessant zu sehen, wie andere Länder einfach sind. Und Luxemburg, ja, man sagt ja immer so ein bisschen klein, alles gefickter so. Aber mich würde mal interessieren, wie es da ist. So. Hallo. Hallo. So, okay. Ich bin Ken, willst du meine Barbie sein? Ich hab dich was gefragt. Du bist meine Ken? Ach Gott, Herr Reun. Komm, ab Friendzone. Also ich bin halt vom ADAC und ich würde dich gerne abschippen. Derjenige, der den besten Freestyle für Miss Pinky rappt oder singt, der kommt auf jeden Fall raus aus der Friendzone. Ach so, yeah, lol. Auf jeden Fall an. So kommt aus der Friendzone also raus. Hm. Okay, let's go. Ich dachte, ich muss die Frau einfach zusammenschlagen. Komisch. Dieses Rap geht an das Mädchen meiner Träume. Und ich hoffe, dass ich nie wieder was bei dir versäume. Nur wie die Zeit mit dir, ich würde alles dafür geben.
Nur um bei dir zu sein, wenn draußen Wind und Wetter wehen. Schau dich an, du bist, hast mein Leben verändert. Oh Gott, es ist so hart, Digga! Okay, gut, okay. Wir sind jetzt hier in der ersten Runde. Wir schauen YouTube Maxi dem OG. Okay, die fetzen jetzt gegeneinander und der Gewinner darf sie also rumlecken. Aber Fortnite, wenn jemand Fortnite gut spielt, ist Fortnite wirklich nice zum Zuschauen. Wer kriegt sie? Erik kriegt sie jetzt oder nicht? Komm, Erik, hol sie dir mal jetzt. Ich will hier weg. Ich will einfach nur in die Fresse kriegen von diesem einen Typen da. So, meine Zeit ist mir auch zu viel wert jetzt dafür. Kann Erik jetzt hier mal knallen, bitte? So. Er ist ein komplett One-Shot. Oh, Erik! Schüsse, komm zu mir, Baby. Und damit, hau rein.